Einen absolut wunderschönen guten Morgen. Wir haben Montag, den 1. Februar 2021. Es ist schon Februar, Leute. Ich mache mich in ungefähr 10 Minuten auf den Weg zu meinem zweiten Bewerbungsgespräch bei der Baumarktkette Hellweg als Social Media und Content Manager. Nee, als Social Media Manager und Content Creator, so. Ja, und ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe mir heute Morgen eine schöne Motivation ausgesucht. Diese schmucke Beinkleid hat mir seit 6 Jahren nicht mehr gepasst. Und ich hatte das noch im Schrank. Ich habe noch so ein paar Klamotten im Schrank. Ein paar sind noch älter. Die sind auch noch ein bisschen zu klein. Aber nicht mehr viel. Also was vor 4 Monaten überhaupt nicht ging, ist jetzt knapp. Aber diese Hose hier sitzt gut. Und dann habe ich gedacht, so, jetzt heute als Motivation ziehst du sie an. This is your time. Deswegen, Leute, ich werde jetzt auch gar nicht mehr vloggen. Wir sehen uns nach dem Bewerbungsgespräch. Ich bin mega nervös. Kommt gut in die Woche. Freunde, Schnubbelbärchen. Ich bin wieder zu Hause. Wir haben 1:15. Es war ein sehr gutes Gespräch. Also, man muss natürlich warten, was die Reaktion ist, aber sie meinten, sie geben mir heute spätestens bis morgen Vormittag Rückmeldung. Das müsste eigentlich hinhauen. Sagen wir es mal so. Ich will mich da jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich hatte wirklich ein sehr gutes Gefühl. Ich habe mit meinen zukünftigen Kollegen ein bisschen gequatscht. Ich habe also mit meinen potenziell zukünftigen Kollegen, mit meiner potenziellen Vorgängerin und das war alles ganz entspannt mit meiner neuen potenziellen Chefin gequatscht. Alles mega entspannt, mega auf einer Wellenlänge. Das könnte, sollte, müsste funktionieren. Und ich weiß nicht, wie viel ich heute noch vloggen werde, weil ich denke, ich werde den Rest des Tages damit verbringen, ein kleines nervliches Wrack zu sein und hoffentlich auf gute News zu warten. Oder auf hoffentlich gute News zu warten und euch das dann zu sagen. Von daher erwartet euch vom heutigen Vlog nicht mehr allzu viel. Ich bin gerade echt, ich möchte da einfach nur arbeiten. Sagen wir es mal, wie es ist. Ja, so, Leute, es ist aber 12:15 und ich habe noch nicht gefrühstückt. Das werde ich jetzt nachholen. Spannende Sache, Intervallfasten, Hunger und so. Ich habe um 11:45, ich bin vor einer Stunde aus dem Gespräch raus. Musste da noch kurz auf dem Rückweg. Also ich bin sehr langsam gefahren, weil ich ein bisschen aufgeregt war auch noch und aufgeladen und hab dann noch kurz bei Lidl gehalten und hab mir Salat geholt und Hähnchen für heute Mittag. Aber das Gespräch war so vor einer Stunde zu Ende und ich habe dann erst angefangen Hunger zu kriegen und bin den kompletten Vormittag wirklich easy dadurch gecruised, auch obwohl ich früh wach war und früh raus musste und so. Und das heißt, dass ich hoffe, dass das Intervallfasten wird auch weiter funktionieren, wenn ich wieder arbeite. So, das wollte ich sagen. Jetzt ziehe ich mich aber erstmal ein bisschen um und würde sagen, ich mache mir jetzt dringend Frühstück. Hallo Freunde, wie geht es euch? Ich habe die Stelle. Sie haben sich gerade noch gemeldet. Ich bin am 15.02. wieder an der Schippe, das ist mir gerade echt fast die Tränen gekommen vor Freude. Die haben sich dann um 16:45 gemeldet telefonisch und war wohl überhaupt gar keine Frage dann mehr, ob ich da anfange oder nicht, sondern Ich sage euch, was das für mich bedeutet. Ich versuche es zu erklären. Oder wie Peter Ludolf sagen würde, ich will das mal erklären wegen was. Ich habe immer gestruggelt mit sowas, mit so Lebenskrisen und ich habe mich da immer sehr runterziehen lassen und ich habe jeden Schicksalsschlag auch immer als nachhaltenden Schicksalsschlag empfunden. Und als ich dann jetzt meinen Job verloren habe, Ende September, habe ich ja bewusst gesagt, ich lasse mich davon nicht mehr unterkriegen, das ist nicht mehr mein Fall, das bin ich nicht mehr. Und habe meine komplette Energie in den Bewerbungsprozess gesteckt, aber auch in die, ich muss mich kurz sammeln, es tut mir leid, in den Bewerbungsprozess und in meine Entwicklung, Ernährung, mentale Gesundheit. Ich meine, die Therapie lief auch vorher schon, aber ja, das war so das. Und jetzt habe ich das Gefühl, das hat sich
Das hat sich bezahlt gemacht. Ja, dass ich mich nicht habe unterkriegen lassen, dass ich immer irgendwie optimistisch geblieben bin und zuversichtlich und jetzt einfach froh bin ab dem 15.02. dann, also es ist genau heute, 2 Wochen ist dann mein erster Arbeitstag, dass ich dann wieder ein geregelteres Leben habe und ein gesichertes Einkommen habe und eine Stelle habe, auf die ich mich freue und nach dem, was ich bisher sagen konnte, coole Kollegen habe. Und ja, das sind wirklich Dinge, auf die ich mich sehr freue. Und ich kann meine Freude gerade, ich weiß, vielleicht wirkt das gerade sehr gechillt. Ich habe, nachdem das Telefon geführt wurde, ich habe instant mit Steffi telefoniert und habe ihr ungefähr 10 Minuten lang am Telefon ins Ohr geschrien. Habe jetzt meine ganzen Freunde benachrichtigt, alle freuen sich, ich freue mich mega. Helwig freut sich, das ist doch schön. Und ich kann das wirklich nicht gut beschreiben gerade. Das ist meine harte Arbeit an mir selber und an meiner Einstellung hat sich wirklich bezahlt gemacht. Das ist jetzt gerade ein sehr konkretes Ergebnis dafür. Ich bin mir sicher, dass ich das, wäre mir das vor einem Jahr passiert, der gleiche Schicksalsschlag, hätte ich den nicht so verkraften können. Von daher werde ich jetzt den restlichen Abend genießen und chillen und werde jetzt tatsächlich die nächsten 2 Wochen als eine Art Urlaub betrachten. Ich werde weiterhin genau das gleiche machen, was ich bisher gemacht habe. Aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Erleichterung dazu kommen. Weil natürlich habe ich mir die ganze Zeit Gedanken über meine Situation gemacht. Das ist ja auch, es wäre ja auch sehr, sehr, sehr fraglich, wenn ich das nicht gemacht hätte. Ich habe es halt nicht in etwas Negatives verkehren können. Und ich kann auch noch direkt dazu sagen, dass ich im Vergleich zu meinem alten Job jetzt auch gehaltstechnisch noch mal ein bisschen aufgestiegen bin. Und ja, halt einfach wirklich noch mal gut eine Schippe zugelegt habe. Also draufgelegt habe, karrieretechnisch. So, weil das war mir auch wirklich wichtig, dass ich gesagt habe, ich will nicht nur einfach wieder mich irgendwo in eine Position reinfudeln, komme, was wolle, sondern ich möchte das als Chance nutzen. Das ist. Und das habe ich getan. Und ich könnte gerade heulen vor Freude. Vielleicht mache ich das auch. Denn erstmal will ich jetzt für heute den Vlog beenden, Leute. Wir sehen uns morgen. Mit der Gewissheit, dass ich morgen dann mal in meinen Arbeitsvertrag schaue und nochmal alle Konditionen, die haben wir gerade am Telefon kurz besprochen, durchlese und dann einfach abnicke und sage, Freunde, ab dem 5.2., ab dem 15.2. geht's zusammen weiter. Mega, wirklich mega. Einen vortrefflich guten Morgen wünsche ich euch, liebe Freunde. Guten Morgen, sage ich, und es ist 11 Uhr. Es regnet draußen, es ist grau. Das ist mir egal, meine Laune ist immer noch exzellent, dadurch, dass ich einen Job habe. Und ich glaube auch einen guten und schönen Job in einer Branche, die mich wirklich interessiert. Und ja, es geht vorwärts. Ich habe mir natürlich auch Gedanken dazu gemacht, wie es dann mit YouTube und so weitergeht, wenn ich einen Job habe, dadurch, dass der schon eine gewisse Zeit von mir beanspruchen wird und ich habe nicht vor, dass sich etwas ändert. Meine Themenvideos produziere ich am Wochenende, das wird sich auch nicht ändern. Meine Vlogs werden sich ändern, dadurch, dass ich tagsüber dann beschäftigt bin, aber ich werde wirklich versuchen, dann das, was ich so tagsüber gemacht habe, dann einfach in den Abend zu schieben. Und ich muss kurz aufstoßen, Freunde, ja. Verzeihung. Das halt einfach in den Arm zu schieben und dann nicht einfach nur noch nach Hause zu kommen und mich hier auf die Couch zu werfen. Und ja, denke aber auch, dass mir das gelingen wird, da ich im Vergleich zu, sagen wir, vor einem halben Jahr, vor einem Dreivierteljahr so unfassbar viel mehr Energie in mir habe, dass ich da jetzt wirklich keine Bauchschmerzen habe, dass mir das nicht gelingen sollte. Ja, und ich hier dann weiterhin auch viel am und im Haus machen werde. Bald geht die Gartensaison wieder los. Und ich hätte es nicht gedacht, dass ich es sage. Aber ich freue mich darauf. Ich freue mich darauf, wieder was im Garten machen zu können. Das hätten wir alle nicht gedacht, aber es ist so. Und ich freue mich darauf, im Frühjahr wieder das Blumenbeet fertig zu machen, was dann aber wesentlich entspannter wird als letztes Jahr. Ich freue mich darauf, da weiter Blumen einzupflanzen, die Terrasse anzugehen, eine Pergola zu bauen. Das ist auch ein Plan. Und das sind wirklich Dinge, auf die ich mich freue. Und das wird schön. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Stimme heute tiefer ist als sonst. Keine Ahnung.
Okay, Freunde, das wollte ich euch eigentlich nur wissen lassen. Ich wollte euch einen guten Start in den Tag wünschen. Was steht heute bei mir noch auf dem Zettel? Ich fahre nachher zu Steffi. Wir kochen und essen zusammen, das Übliche, ihr kennt das. Und dann, ja, wird das so mein Tag erstmal. Und ich werde jetzt gucken, ob ich nochmal an der Website, an meiner Website, an etwasmartin.de ein bisschen schraube, weil die gefällt mir noch nicht so richtig. Ja, so sieht das aus. Also, in diesem Sinne. Hallo, wir befinden uns in einer neuen Sektion des Vlogs, die heißt Ich bin bei Steffi. Ich bin bei Steffi. Wir haben gerade gekocht, gegessen, gelacht, gesungen, getanzt. Zumindest teilweise. Jetzt sitzen wir gerade hier mit einer schönen Tasse Kaffee. Ich werde einfach Hania Kaffee nochmal verlinken. Natürlich, so lange, bis sie dich sponsern. So lange, bis ich einen Sponsor habe. Ich, Moment, welcher ist es? Warte, lass, sag nicht. Tansania? Ja! Sehr gut! Ja, es ist, ja, auf jeden Fall haben wir wieder schönes Tässchen Kaffee. Steffi weiß natürlich schon die guten Neuigkeiten mit, dass ich wieder an der Schippe bin. Ja, und wir kommen jetzt auch noch zu einer anderen Sektion des Vlogs. Gib mal her. So, nämlich Steffi empfiehlt Serie, nachdem du im letzten Vlog schon angeteasert hast. Ja, genau. Ich wollte die Serie empfehlen, wo das koreanische Remake besser ist als das amerikanische Original. Und zwar Suits. Tatsächlich hat ja, kennen wir ja alle, spätestens seit Meghan Markle in die königliche Familie eingeheiratet hat. Es gibt auf, das ist auf Netflix, ein koreanisches Remake. Das hat auch, glaube ich, nur 16 Folgen oder so. Ich persönlich finde das besser. Zum einen, weil halt die Geschichte sich nicht ewig lang zieht. Zum anderen hatte ich das Gefühl, also irgendwann habe ich nämlich das amerikanische Suits aufgehört zu gucken, weil mir das auf den Geist ging, wie die sich immer alle intrigiert haben und dann wieder intrigiert haben und wieder hinterm Rücken und man dachte sich, wie kommen die da überhaupt dazu, irgendwelche Fälle zu lösen, wenn die ganze Zeit damit beschäftigt sind, sich gegenseitig irgendwie auszutricksen. Und bei dem koreanischen Suits geht es tatsächlich auch ein bisschen mehr, dass der Junge, also Michael heißt der im Original, halt also die koreanische Version davon, dessen Namen ich gerade tatsächlich vergessen habe. Es tut mir sehr leid. Dass sein Mentor ihm eher so ein bisschen mehr da hilft, so Anwalt zu werden. Und das ist diese Mentor-Dynamik, die ist da ein bisschen schöner. Es hat leider keine Donna. Also es hat ein Äquivalent, aber Donna ist cooler, das gebe ich zu. Ansonsten finde ich das koreanische Suits. Und wo kann man das gucken? Auf Netflix. Okay, sehr gut. Schön. Einen absolut wunderschönen guten Morgen. Es ist kein absolut wunderschöner guten Morgen. Wir haben einen grauen, fiesen Wintertag. Es ist mir egal. Meine Laune ist immer noch exzellent. Das kann man durchaus so sagen. Ich habe beschlossen, meine letzten, jetzt noch knapp anderthalb Wochen des Nichtstuns zu nutzen. Und habe beschlossen, heute ein Themenvideo zu drehen. Normalerweise mache ich das ja immer samstags und mache das samstags quasi in einem Rutsch fertig. Diesen Samstag wäre das zeitlich bei mir ein bisschen eng und ich habe mir gedacht, ich kann ja mal versuchen, Videos vorzuproduzieren. Ja, es ist wie richtig erfolgreiche Menschen und so. Nein, deswegen, ich habe thematisch schon eine Idee. Ich muss da jetzt gleich noch das Skript zusammenballern und dann werde ich, denke ich, heute noch das Video drehen. Ja. In diesem Sinne, Leute, ihr kommt einfach gut in den Tag. Wir sehen uns gleich. Hallo, Freunde. Ja, uralter TV-Total-Clip, den ich in meinem Ohr habe. Ich war fleißig. Skript geschrieben. Ist noch nicht ganz fertig, da muss noch irgendwie ein schöner runder Abschluss hin, aber das meiste für das Skript habe ich fertig. Ich denke, das werde ich heute auch noch gefilmt kriegen. Jetzt mache ich aber erstmal was anderes. Wir haben jetzt 10 vor 12, ich werde mir jetzt Frühstück machen, damit ich gleich um 12 Uhr frühstücken kann. Ich habe nämlich doch gut Hunger und ja, kann mich deswegen auch gerade nicht mehr so gut konzentrieren. Es regnet immer noch und ich hasse diese Regentage, ich hasse sie. Es ist in letzter Zeit gefühlt nur am Regnen.
Ich war Sonntag so überglücklich, dass es nicht geregnet hat, dass die Sonne geschienen hat, blauer Himmel und ich mit Chris und Fabi spazieren war. Und ich möchte jetzt einfach auch spazieren gehen. Ich habe diesen Drang in mir, aber bei Regen spazieren gehen ist einfach wirklich scheiße. Und ich habe auch keine Lust mehr, dann irgendwie den Tod zu holen oder eine Erkältung oder so, wenn ich jetzt auch in 2 Wochen dann anfange zu arbeiten. Und das möchte ich nicht und ich möchte einfach nur, dass es trocken ist. Es muss nicht mal die Sonne scheinen. Sonnenschein ist natürlich das i-Tüpfelchen, aber trocken wird mir schon reichen, damit ich einfach meinen Spaziergang machen kann. Ja. So, aber den habe ich nicht, deswegen werde ich jetzt immer beständig zwischen diesen 2, 3 Positionen, an denen ich hier üblicherweise im Hausvlog hin und her wechseln und euch auf dem Laufenden halten. Aber jetzt werde ich frühstücken, dann schreibe ich das Skript zu Ende, dann filme ich das Video. Vielleicht schneide ich das heute auch noch, mache das direkt für dich, dann ist der Bums für Sonntag fertig. Yay! Es ist mal wieder soweit, ich habe alles aufgebaut, das Skript ist geschrieben. Hier geht noch ein kleines bisschen weiter. Ich denke, wir werden so bei einem 8-Minuten-Video rauskommen. Ja, das ist, denke ich, ganz okay. Ja, wieder ein Thema, was mir wichtig ist. Diesmal wieder zum Thema Ernährung. Und das ist dann das Video, was Sonntag veröffentlicht wird. Ja. Und aktuell ist mein Plan, dass ich Sonntag dann noch ein Video vorproduziere. Und dann nächste Woche im Laufe der Woche nochmal ein, vielleicht sogar 2. Das muss ich aber schauen, wie da die Zeit ausreicht. Ja, weil Freitag kommt eine gute Freundin von mir vorbei und wir wollen auch ein kleines Projekt angehen, eine Art Podcast, die wir produzieren wollen. Es ist im Moment einfach eine Menge los und ich muss gucken, dass ich all diese Projekte auch am Laufen halte, wenn ich wieder arbeite, aber das ist auf jeden Fall mein Plan. Naja, ich setze mich jetzt hin, werde das Video mal eben ganz spontan abfilmen. Ich habe aber auch gemerkt, als ich die Kamera eingestellt habe und so, ich musste die ISO so hochballern, Blende auf, damit das überhaupt helligkeitstechnisch hinkommt, weil ich ja, wie gesagt, ohne Kunstlicht arbeite, aber mit dem, was das große Terrassenfenster hergibt, aber das ist heute echt so ein grauer Tag, da muss ich echt alles irgendwie ein bisschen lichtempfindlicher einstellen, damit das passt, aber es passt. Und von daher werde ich jetzt keine großen Reden springen, außer die gleichen Video und werde mich daran machen, das Video zu filmen. Ich habe gerade das Video aufgenommen und der Ton hat nach 5 Minuten einfach nicht weiter aufgenommen und ich weiß nicht warum. Und jetzt werde ich das ganze Video nochmal aufnehmen. Ja. We did it! Das Video ist aufgenommen. Ich hoffe, alles hat geklappt. Ich werde jetzt mal die Speicherkarte hier aus der Kamera nehmen, werde an den Rechner gehen und werde mir das Ganze anschauen und werde mal mit dem Rohschnitt anfangen. Und hoffentlich kommt ein gutes Video bei raus. Ich denke aber doch. Es ist alles nur Einstellungssache. Ah, wenn ihr jetzt das Video schon gesehen habt, wisst ihr, was los ist. Sorry. Ja, toller Witz. Mann, da habe ich euch ja ganz schön im Regen stehen lassen. Es ist später Abend. Wir haben schon nach 0 Uhr. Es ist also genau genommen schon Donnerstag. Ich habe tatsächlich das Video dann noch ein zweites Mal gedreht. Und das habe ich euch, glaube ich, auch schon erzählt. Ich bin ja und habe jetzt tatsächlich dann auch den Abend damit verbracht, das Video zu schneiden und fertig hochzuladen und Thumbnail und das ist alles durchgeplant, es ist alles für Sonntag erstellt und wird dann einfach richtig losgehen und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Fast wie ein richtiger Content Creator. Ja, morgen früh stehen ein paar Sachen an, deswegen ist es auch eigentlich gar nicht so gut, dass ich noch wach bin. Ich bin morgen früh um 8 Uhr beim Bürgeramt. Ich brauche für den neuen Job ein Führungszeugnis, was ich dann eben beantrage um 8 Uhr. Und werde dann morgen schon für Freitag und Samstag vorkochen. Werde das tatsächlich dann einmal kurz Steffi vorbeibringen, das Essen. Freitag ist bei mir komplett vollgepackt. Das wird sehr, sehr spannend und aufregend. Und Samstag werde ich dann... Es werden jetzt einfach tatsächlich ein paar volle und stressige Tage. Ich habe eigentlich gedacht, ich könnte jetzt meine Freizeit ein bisschen genießen und ich habe mir instant einfach alles vollgepackt. Egal, das macht gerade super viel Spaß. Der neue Weekly Vlog kommt auch aus irgendeinem Grund mega an. Er hat jetzt schon irgendwie 130 Aufrufe, der ist, und ich weiß nicht warum. Ja. Okay, schön. Ich meine, ich freue mich. So, Freunde, ich mache für heute den Sack zu. Wir sehen uns morgen früh. Einen absolut wunderschönen guten Morgen. Ihr hört vermutlich gerade nicht viel aus.
außer viele, viele Windgeräusche. Ich war jetzt gerade beim Bürgeramt und habe das Führungszeugnis beantragt, was ich für meinen neuen Arbeitgeber brauche. Und es ist einfach schon irgendwie wieder alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Das heißt, unterm Strich nichts anderes, als dass ich heute Nacht sehr schlecht geschlafen habe. Also man kennt das ja, dass man im Winter oftmals trockene Haut hat, so durch Halsentluft und so. Das habe ich. Gerade an den Beinen, sage ich einfach mal, wie es ist. Und naja, das führt halt auch dazu, dass dann das juckt. Und das merkt man dann, wenn man im Bett liegt. So. Und dann habe ich mir gestern halt schön die Beine eingekrebt, was irgendwie dazu geführt hat, dass sie noch mehr geziebt und gezwickt und gejuckt haben. Und ich deswegen heute Nacht ungefähr so 3 Stunden geschlafen habe, bevor dann mein Wecker klingelte, ich hier hin musste. Und ich dann festgestellt habe, dass ich noch einen Umweg fahren muss wegen der Baustelle. Und mein Termin war um 8. Und ich komme um kurz nach Hatzensburger, meine Nummer ist schon aufgerufen. Und ich bin da einfach nur reingestürzt. Und ja, aber jetzt habe ich es beantragt. Dauert 5 bis 10 Tage ungefähr. Laut Website dauert das 3 bis 4 Wochen. Ich bin mal gespannt, wer recht hat, die Website oder der Typ. Aber der Typ macht einen ganz patenten Eindruck. Deswegen vertraue ich dem einfach mal. Jo. So, und jetzt, ich habe hier beim örtlichen Rewe geparkt. Springe ich noch eben schnell in den Rewe. So sieht's aus. So, Freunde, auch an dieser Stelle, nochmal an gewohnter Stelle, einen schönen guten Morgen. Ich bin wieder zu Hause. Wie gesagt, es ist heute Morgen eigentlich schon so gut wie alles schief gegangen, was schief gehen konnte. Ich habe so gut wie nicht geschlafen. Ich war dann mega spät dran. Bin einfach so direkt in die Klamotten gesprungen, ab ins Auto und musste dann noch einen riesen Umweg fahren wegen der Baustelle und war deswegen auch ein bisschen zu spät. War dann kein Problem, aber ich hasse es, zu spät zu sein. Sagen wir es mal einfach so. Ja, so, aber ich habe mir jetzt für heute Morgen frische Brötchen mitgenommen. Ich werde, beziehungsweise für heute Mittag, ich frühstücke erst in 3,5 Stunden. Und ich werde jetzt zusehen, dass ich irgendwie einigermaßen langsam in den Tag starte. Der letzte Weekly-Vlog geht ab wie ein Zäpfchen. Ich weiß nicht warum, der hat 100 Views schon innerhalb von einem Tag. Ich habe irgendwie wieder eine Stange neue Abonnenten dazu bekommen. Das ist die durchschnittliche Wiedergabedauer des Vlogs, ist auch hoch. Ich weiß nicht warum, aber ich freue mich drüber. Herzlich willkommen. Und weiter so. Ja, was soll ich anderes sagen? Es hat mich echt nur gestern schon ein bisschen irritiert, als ich das gestern Abend gesehen habe. Ich weiß nicht, ob der irgendwo vorgeschlagen wurde oder so. Könnt ihr ja vielleicht mal drunter schreiben hier, weil mich das echt interessieren würde. Merkt ihr was? Wieder strategisch das Fenster gewechselt. Es kommt ein bisschen blauer Himmel durch und das soll jetzt zum Mittag hin noch mehr werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade echt einen üblen Durchhänger, als ich wieder nach Hause gekommen bin. Nachdem ich das geblockt habe, habe ich mich auch ehrlich gesagt in Gammelklamotten geschmissen und bin davon ausgegangen, dass heute nicht mehr viel passiert. Aber das hat mir keine Ruhe gelassen. Das ist, ich habe das glaube ich schon mal gesagt, es ist jetzt die Situation, dass ich im Prinzip jetzt die Zeit bis zum Arbeitsbeginn als Urlaub betrachten könnte. Und, Verzeihung, mich nicht mehr versuchen muss zu beschäftigen, sondern das einfach als absolute Freizeit betrachten kann. Aber ich merke, dass ich das nicht möchte, dass mir das widerstrebt, dass mir dieser Gedanke Unbehagen bereitet. Und deswegen werde ich das nicht machen. Ich habe mich jetzt wieder angezogen, ich habe mich umgezogen im Vergleich zu vorhin, weil das jetzt schon ein bisschen bequemer ist, so für tagsüber. Aber es ist halt wieder ganz normal Pullover, Jeans, wie man es kennt. Ich werde gleich um 12 Uhr frühstücken. Ich habe mehr Brötchen mitgebracht und ich werde dann auch definitiv eine Runde spazieren gehen. Ich werde nicht zulassen, dass ich heute den Tag über versumpfe. Das bin ich nicht mehr. Nein. Ich mache da vielleicht gerade ein bisschen mehr Aufriss drum, als ich müsste, aber das ist mir wichtig. Was steht noch an? Achso, eine kleine Richtigstellung wollte ich noch in den Vlog packen. Ich habe im letzten Vlog behauptet, dass Dave dafür gesorgt hat, dass er mir die SSD-Festplatte, die ich von ihm gekriegt habe, so schnell zugeschickt hat. Möchte an dieser Stelle Riesengrüße und eine Korrektur
an seine Frau schicken. Auch ein wirklich ganz herzenswarmer, guter, toller Mensch. Und sie hat den Versand der SSD in die Hand genommen. Und es ist ihr zuzuschreiben, dass das Ganze so zügig funktioniert hat. Also vielen Dank nochmal an dich. Ich weiß das wirklich sehr zu schätzen und ich danke dir für deinen Einsatz und hoffe auch, dass wir uns bald mal wieder unter sicheren und gesunden und guten Umständen wiedersehen können und dass ich euch vielleicht einfach mal wieder besuchen kommen kann für ein paar Tage. Darauf hätte ich nämlich einfach Bock. Sage ich sehr gerne. Ich habe mich immer so wohl gefühlt, wenn ich bei euch Gast sein durfte und vermisse euch. So, jetzt habe ich das auch gesagt. War mir tatsächlich aber auch wichtig, das jetzt klarzustellen. Eine Sache hat sich gerade noch ergeben. Ich werde morgen nicht, ich habe ja noch so ein Projekt am Laufen, dafür wollte morgen eine Freundin vorbeikommen, wo wir was gemeinsam produzieren wollten, eine Art Videopodcast. Das haben wir jetzt auf nächste Woche verschoben, weil sie sich da jetzt ein bisschen zugeplant hat. Ist auch okay. Heißt dabei, ich werde morgen mit dem Dave tatsächlich nochmal unseren Podcast produzieren, den ich dann jetzt auch mal ein bisschen aufhübschen werde, also nicht den Dave, sondern den Podcast, der Dave ist hübsch genug, den Podcast und dann auch mal hier bei euch unter die Leute bringen möchte. Ja, weil das glaube ich einfach echt ein ganz chilliges Projekt ist, was man so nebenbei laufen lassen kann und sich ein bisschen berieseln lassen kann von zwei Typen, die irgendwie gut miteinander reden können. Ja. So Leute, jetzt habe ich aber tatsächlich noch ein paar Kleinigkeiten zu erledigen und ich würde sagen, wir sehen uns einfach gleich. Da ist die Sonne. Hier ist blauer Himmel. Es sind zwar noch einige graue Wolken am Himmel, aber es juckt mich nicht. Ich spüre die Sonne in meinem Gesicht. Ich sehe blauen Himmel. Und ich gehe eine Runde spazieren. Und ich habe diesmal auch extra einen Teil meiner Route ausgewählt, wo ich bisher noch nicht gevloggt habe. Einfach entweder für die Abwechslung für euch oder weil ich euch vollends verwirren will. Ich weiß es noch nicht. Aber ich genieße es gerade wieder sehr, spazieren zu gehen. Und ja, es ist einfach nach so vielen Regentagen, es ist einfach wieder richtig schön draußen zu sein und eine Runde spazieren zu gehen. Und ja, das ist meine Stimmung ist auch einfach wieder extrem gepusht im Vergleich zu dem, wie sie war, als ich gerade losgelaufen bin. Ja, und jetzt werde ich meine Runde beenden. Wir sehen uns gleich. Ich bin wieder zu Hause und am Rechner, aber ich habe jetzt tatsächlich das Fenster aufgemacht und die Heizung aus. Ich weiß, das wird arschkalt, aber ich möchte einfach die Luft noch ein bisschen genießen, dass sie einfach reinkommt. Und ja, es hat mir extrem gut getan, spazieren gehen zu können. Und ich merke auch, wie das einfach gerade für meine Angststörung sehr gut ist. Da ich natürlich jetzt, wo ich die Zusage des Jobs habe, mein Hirn direkt Achterbahn fährt, oh mein Gott, wie wird der erste Tag, wie werden die Kollegen, wo musst du da hin, was musst du beachten, blamier dich nicht. Das ist, wenn man eine Angststörung hat und gerade eine soziale Angststörung, das passiert. Das ist so. Und das kam jetzt dann so auf, nachdem jetzt die Freude ein bisschen nicht verschwunden ist, aber sich halt so ein bisschen gesetzt hat alles und normalisiert hat. Und dann kamen jetzt halt diese Gedanken auf und die haben mich heute den Tag über doch schon sehr irgendwie unruhig gemacht und auch gestern schon. Und dann hatte ich jetzt die Chance, spazieren gehen zu können und ein bisschen Klarheit in meine Gedanken zu bringen. Und ich fühle mich sehr viel ruhiger und entspannter. Ich kann nicht sagen, dass diese Gedanken komplett weg sind, aber sie sind nicht mehr so überwältigend. Und das sind wirklich echt so Sachen, wo allein schon spazieren gehen an der frischen Luft sein hilft. Und wirklich, ohne Witz. Ja. Das wollte ich euch nur sagen, weil ich gerade sehr extrem ausgeglichen bin. Einen absolut wunderschönen guten Morgen, Freunde. Wir haben Freitag, den 5.2. und ich bin gerade auf dem Weg zum Brötchen holen. Ich werde allerdings heute keinen größeren Spaziergang ans Brötchen holen anschließen. Das hat mehrere Gründe. Grund 1 ist, dass ich unfreiwillig Brötchen holen gehe. Ich hatte mir gestern Morgen
ja, Brötchen geholt und hatte dann direkt welche für heute Morgen mitgeholt zum Aufbacken. Habe dann aber gestern Abend festgestellt, dass mein Brot, was ich gestern essen wollte, nicht mehr gut war. Und musste dann die Brötchen essen, weil ich nichts anderes im Haus hatte. Und naja, das heißt, ich habe jetzt heute Morgen weder Brot noch Brötchen und kann dementsprechend gleich nicht frühstücken. So ist das manchmal. Grund 2, warum ich keinen Spaziergang anschließe: ich habe wenig Zeit. Das ist in der Tat so. Ich habe heute einen mega vollgepackten Tag. Moment. So. Noch einer. Ich habe heute einen mega vollgepackten Tag vor mir. Ich werde jetzt eben Brötchen holen für später. Werde danach vorkochen für Steffi und mich. Was ist denn hier los, ey? Sonst fällt hier keine Sau her, Freunde. Naja. Werde dann vorkochen. Und wo war ich? Ach so. Also ich hole jetzt eben Brötchen, dann koche ich für mich und Steffi vor. Dann nehme ich mit dem Dave unsere zweite Podcast-Folge auf. Dann frühstücke ich. Dann fahre ich einkaufen. So. Und deswegen habe ich jetzt leider nicht Zeit, hier noch groß irgendwie 20, 30 Minuten spazieren zu gehen. Sondern ich laufe nur eben zum Bäcker, hole mir Brötchen und dann wieder ab zurück. Deswegen, Leute, ich habe jetzt viel zu lange geredet und erzählt. Ist mir egal. Ich würde sagen, ihr kommt gut in den Tag und wir sehen uns später. So, Freunde, es ist eine ganze Menge passiert. Ich habe den Podcast mit Dave aufgenommen. Ich habe vorgekocht. Die Eier fürs Frühstück kochen gerade. Die sind im Eierkocher. Die müsst ihr im Moment bimmeln. Dann frühstücke ich jetzt noch. Dann habe ich noch ein bisschen was an der Website geschraubt. Nicht für mich, sondern für jemand anderen. Ja, war irgendwie ein mega vollgepackter Tag heute. Aber irgendwie finde ich das auch gerade ziemlich geil, weil ich sehr gut zu tun habe. Der Eierkocher piepst, Leute. Ah! So, Freunde, ein kleines Update von unterwegs. Ich war gerade bei Fressnapf. Der ist nicht weit von mir entfernt. Und dann mache ich das jetzt häufiger, dass ich halt dann für Steffis Kater ein bisschen Katzenfutter mitbringe und so. Da muss sie dafür nicht extra los. Und bei ihr ist das halt immer alles ein bisschen umständlicher. Und dadurch, dass ich hier den Fressnapf, den Tierladen vor der Tür habe, mache ich das dann, dass ich halt freitags öfters vorm Einkaufen einmal kurz hier halte. Und das habe ich auch heute wieder getan. Und ich dachte, jetzt filme ich noch einmal kurz von unterwegs, weil wenn ich gleich aus dem Lidl komme, habe ich garantiert schlechte Laune und möchte nicht vloggen. Es ist einfach so. Also Leute, wir sehen uns dann vermutlich das nächste Mal bei Steffi. Oh, hallo. Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Martin sitzt bei Steffi und wird gevloggt von Steffi. Ich bin bei Steffi. Jetzt ist auch erstaunlich auf deinen Namen gefallen, das muss man auch sagen. Ja, ich war einkaufen. Lidl hat mich nicht so sehr gestresst, wie ich dachte. Das war dadurch, dass ich es heute ein bisschen nach hinten verschoben habe, der Einkauf, habe ich da offensichtlich ein besseres Zeitfenster erwischt und der Einkauf war deutlich entspannter. Und ja, wir haben dann jetzt gerade, wir haben das, es ist Freitag, wir haben zusammen gegessen und wir trinken gerade Käffchen von Hania Kaffee, die dann zum dritten Mal in Folge im Vlog verlinkt werden. ja, und ja, draußen hat die Sonne gerade ein bisschen geschienen, als wir drin waren. Es ist nicht so viel passiert. Mein Füller ist gekommen. Steffis Füller ist gekommen. Steffi hat sich halt einen guten Füller bestellt, weil sie ganz gerne einfach ein qualitatives Handschreibgerät haben wollte. Ja. Und hat sich dann einen schönen Füller, einen guten Füller bestellt und der ist heute gekommen. Das war mit viel Aufregung verbunden. Ich sag dir. Ja, das ist, ich bin ja immer noch der Meinung, dass auch diese Sendungsverfolgung und so, das ist ja alles schön und gut, aber man macht sich schon so ein bisschen, sag mal, fühlst du mich gerade so schief wie bei Batman? Sag mal, nein! So, weil ich nur sehe, wie schief die Kamera ist, dann die aussieht wie aus der Batman-Serie in den 60ern. Weil der Dingens auch so schief ist, der. Ach so, der Nöppel. Ja gut. Der Nöppel ist übrigens schief. Vielleicht wird das der Titel vom Vlog. Ansonsten ist es einfach schief. Ah, gut. Es ist dann tatsächlich heute irgendwie ein vollgepackter Tag, aber trotzdem relativ entspannt und das muss man auch erstmal hinkriegen.
Du bist ein Wahnsinnskerl, Martin. Ich bin ein Teufelskerl, das müssen wir einfach sagen. Ich würde sagen, jetzt trinke ich einfach weiter Kaffee zusammen mit Steffi. Ja, brauchen wir nochmal Cat-Content? Wir brauchen Cat-Content. Cat-Content. Tu was. Schläft nur. Ja, übrigens, eine gute Freundin hat mir gesagt, dass sie den Cat-Content sehr mag. Echt? Da sie ebenfalls zwei Katzen besitzt und, also Mary Poppins meinte das. Ah, ach guck, dann machen wir, liebe Mary Poppins, dann nochmal, Lawrence, beweg dich, tu irgendwas. Jetzt weckt die Katze doch nicht extra auf. Gut, gucken wir mal meiner Katze beim Schlafen. Ah, er hat mit den Öhrchen gezuckt. Ja. Mensch, da ist ja schon Witz wieder. Das ist ja, da, hier, also ihr seht, hier geht's ab, hier geht's durch die Decke, die Stimmung ist am Überkochen. Nee, ich würde sagen, wir trinken jetzt einfach mal ganz entspannt ein Käffchen weiter und dann fahre ich gleich nach Hause. Einen absolut wunderschönen guten Morgen, meine Kuschelhasen. Na? So wunderschön ist der Morgen hier gar nicht. Es ist grau, es regnet. Das ist schade. Ich hätte das gerne anders. Aber ich starte den Tag mit wirklich sehr guten Neuigkeiten. Ich habe heute die 30-Kilo-Marke geknackt. Ja, ich habe 30 Kilo abgenommen. Das ist der Wahnsinn. Und dann habe ich mir gedacht, dadurch, dass ich hier das Setup zum Aufnehmen noch größtenteils stehen habe, werde ich vermutlich meinen Publish-Plan etwas umwerfen. Ich habe für das Video, was morgen veröffentlicht wird, ist schon fertig. Das ist schon komplett hochgeladen, alles. Aber ich denke, ich werde das verschieben und werde zu dieser 30 Kilo Marke ein kleines Special machen, was ihr dann auch sehen werdet, nämlich mit 5 Dingen, die ich im Laufe meiner Ernährungsumstellung nochmal nachkorrigiert habe. Ich denke, das ist ganz gut und ganz interessant, weil einem das nochmal vor Augen führt, dass das auch ein fortlaufender Prozess ist, so eine Ernährungsumstellung. Und ja, und das heißt, ich werde mich jetzt hinsetzen, werde das Skript schreiben, werde das dann hier gleich filmen und ja, gut ist. Darauf freue ich mich. 30 Kilo, Leute. Ich habe in 4 Monaten und einer Woche 30 Kilo abgenommen. Wow, das ist wow. Naja, ich würde sagen, ihr kommt gut in den Tag und wir sehen uns gleich. Wir sehen uns gleich, doch, habe ich beschlossen. So, eventuell habe ich noch ein kleines Ründchen mit dem Dave gezockt, aber das Skript ist geschrieben. Wir haben gut 10 vor 12. Ich werde mir jetzt erstmal Frühstück machen und werde mich dann daran setzen, das Skript zu filmen. Ich habe gestern zusammen mit dem Dave auch noch, wir haben ja gestern unsere zweite Podcast-Folge veröffentlicht und haben direkt unsere dritte aufgenommen. Werden heute vermutlich noch die vierte aufnehmen und ja, ich muss die dritte noch fertig machen und exportieren. Das geht aber relativ zügig. Ja, es wird heute aber auch auf jeden Fall wieder ein eventreicher Tag und das Video möchte ich dann auch noch schneiden. Ja, Gott sei Dank habe ich von gestern noch Essen über, was ich mir nachher einfach nur warm machen muss. Ich muss nicht kochen, muss mir auch keinen Salat machen oder so, sondern einfach rein damit und rein in die Pfanne warm werden lassen, gut ist. Ja, aber ich werde jetzt tatsächlich frühstücken, mich dann ein bisschen hübsch machen fürs Video und das Video filmen. Das wird super. So, Freunde, ihr wisst, was passiert, wenn ich hier sitze. So ist es richtig. Mahlzeit. Ich filme jetzt das neue Video. Ja, ich bin super gespannt. Ich freue mich richtig drauf. Das wird gut. Das wird ein schönes Video. Freunde, es tut mir leid, da war die Speicherkarte leer von der Vlogkamera. Das hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Das ist halt tatsächlich etwas, was tatsächlich mal sehr schnell passiert, wenn ich so eine ganze Woche vlogge, dass die Speicherkarte voll wird, weil ich auch nicht immer dran denke, das Videomaterial von der letzten Woche zu löschen. Ja, ich bin fertig mit dem Video. Ich habe es aufgenommen und ich werde jetzt auch definitiv mich hinsetzen und werde anfangen, das zu schneiden. Werde vorher vermutlich noch den Podcast fertig machen. Ja, und dann werdet ihr morgen den Zwischenstand sehen, wenn ich 30 Kilo abgenommen habe. Weil ich 30 Kilo abgenommen habe. Ich habe 30 Kilo abgenommen. Das ist der Wahnsinn, wirklich. Ja, ich mache mich jetzt daran, das Video zu schneiden. Gefrühstückt habe ich auch. Es wird ein guter Tag, obwohl es immer noch ein Sauwetter ist. Und es wird auch nicht besser. Aber egal, ich lasse mir davon die Laune nicht verhageln, Leute.
Ich mag jetzt auf jeden Fall auch noch meine Tageslichtlampe anmachen und werde mich daran setzen, das Video zu schneiden. Wir sehen uns gleich. Funny Story. Ich habe das, was ich jetzt gerade vlogge, gerade schon mal versucht zu vloggen und habe mitten im Reden einen Schluck aufbekommen. Der sollte jetzt weg sein, ich hoffe es. Also, was ich euch erzählen wollte, ist, wir haben kurz nach 7. Ich habe gerade Zahn gegessen. Das Video für morgen ist fertig, es lädt hoch. Das große 30 Kilo abgenommen Special, super spezial Deluxe Video. Ich habe ja die Tage schon mal ein Video gedreht, was ich eigentlich jetzt für Sonntag eingeplant hatte, für morgen. Das werde ich aber dann übernächste Woche veröffentlichen. Und das Video für nächste Woche möchte ich Montag schon drehen und schneiden, dass ich dann eigentlich immer zwei Videos quasi, dass ich zwei Videos habe, die breit liegen. Und wenn ich dann einfach kontinuierlich jeden Samstag ein Video produziere, kann es auch mal passieren, dass ich irgendwie krank bin oder das zeitlich überhaupt nicht hinkommt und ich trotzdem einfach Videos in der Pipeline habe. Fast wie ein richtiger Content Creator. Unfassbar. Das steht an. Jetzt gleich um 7:30 ist die große Freunde-Skype-Runde. Darauf freue ich mich echt schon tierisch, die ganzen Leute mal wieder zu sehen. Chris und Fabi habe ich ja letztens erst wieder gesehen. Ich hab neulich mit Annika einen spontanen WhatsApp-Anruf gemacht, einen Videocall. Und werde versuchen, das jetzt einfach reihum aufrecht zu erhalten. So sieht das aus. Ich würde sagen, liebe Leute, seht ihr denn, den Podcast muss ich noch fertig machen. Das ist wichtig, das muss ich tatsächlich noch machen, das will ich auch heute noch machen. Das heißt, jetzt gleich erstmal mit den Leuten skypen, dann den Podcast fertig machen und dann geht halt hier los, ne? Ja, keine Ahnung, Leute, ich weiß es doch auch nicht. Es sieht jetzt vermutlich aus, als hätte ich mich nicht bewegt. Ich habe mich auch wenig bewegt, wenn ich ehrlich bin, aber das heißt nicht, dass ich faul war. Ich habe, wie gesagt, für das Video fertig gemacht, dann habe ich zu Abend gegessen, dann habe ich gerade 3 Stunden mit meinen Freunden Zoom-Call gehabt und gequatscht und so und war mega lustig, war mega schön. Ich vermisse euch einfach tierisch, das wisst ihr. Und ja, zumindest diesen Ersatz zu haben, ist ganz nett. Ja, und dann habe ich mich jetzt gerade noch hingesetzt und habe die 3. Podcast-Folge fertig gemacht. Die können wir dann nächste Woche publishen. Dann habe ich heute echt einiges abgerissen und viel Content produziert, aber vor lauter Content nicht die Inhalte vergessen, damit bei so viel Fun der Spaß auch nicht zu kurz kommt. Ja, jetzt werde ich aber gleich vermutlich noch ein Ründchen mit dem Dave zocken werde dann aber vor heute mal den Sack zumachen. Wir sehen uns morgen, Leute. Einen absolut wunderschönen guten Morgen, meine Schnupflasen. Es ist Blizzard-Zeit. Ich meine jetzt nicht hier World of Warcraft, sondern das Winterereignis Blizzard. Es ist sehr windig, aber es kommt hier ordentlich was runter, zumindest, ja. Und ich werde mich jetzt mal hier an die Arbeit machen und werde Schnee fegen. Man sieht das hier auch schön, wie das auch alles hier auch bis auf die Fußmatte geweht ist. Das wird ein Riesenspaß. Yay. Aber egal, ich mache mich da mal frisch ans Werk. Mega Fail 3000, Leute. Das muss ich euch zeigen. Ich habe meine kompletten Geräte in der Garage. Auch Besen, Streusalz, alles. Und ich kriege die Garage nicht auf, weil da unten so ein kleiner Schneewall vorgeweht wurde. Und der Schneewall ist festgefroren. Ich habe gerade versucht, die Garage aufzumachen und das geht nicht. Also ich kann das Tor nicht aufziehen. Ja, dann gehe ich wohl wieder rein. Ich wünsche euch einen absolut wunderschönen guten Morgen. Spaß und Scheiße, ehrlich. Also Freunde, es schneit und schneit und schneit. Und ich muss wirklich gucken, was ich heute vlogge. Ich hatte überlegt, ob ich mit dem Unkrautbrenner das Garagentor unten frei brennen kann. Der Unkrautbrenner ist in der Garage. Ja, das ist, ich zeige euch jetzt nochmal, wie das vorne aussieht. Aber ja, das ist auch wirklich alles, was schon geräumt wurde, ist einfach wieder zugeschneit. Das ist, wir haben Minustemperaturen, da kann man auch Streusalz streuen, das ist egal, das ändert da nicht mehr viel. Aber
Ich meine, so ein bisschen Winter Wonderland ist doch auch ein bisschen was zum Genießen. Was ich jetzt aber mache, das Video mit das 30-Kilo-Update ist veröffentlicht und kommt sehr gut an, das freut mich. Dann habe ich gerade mit dem Dave ein Ründchen gezockt, ja, muss auch mal wieder sein. Ich habe gefrühstückt und jetzt gleich nehme ich noch eine Podcast-Folge mit dem Dave auf. Erfolglos, aber lustig.de. Ihr findet uns auch auf Google Podcasts, ihr findet uns auf Amazon Music, ihr findet uns auf TuneIn, ihr findet uns auf Player FM. Wir sind auf 1000 Plattformen. Das Einzige, wo wir noch nicht sind, ist Apple Podcast, beziehungsweise Apple Music, was iTunes war. Weil wir da noch in der Warteschleife hängen, dass unser Podcast freigegeben wird. Aber es ist beantragt. Spotify sind wir nicht. Das ist leider bei jedem Podcast-Hoster echt so ein Premium-Feature. Und soweit sind wir noch nicht. Deswegen, falls ihr uns über Spotify hören wollt, es tut uns leid. Falls ihr euch fragt, was ist Erfolglos, aber lustig, das ist ein Podcast, den ich kürzlich mit meinem guten Kollegen Dave gegründet habe. Der so oft schon Erwähnung in diesem Kanal gefunden hat, einfach weil er ein richtig guter Typ ist. Und wir machen zusammen einen Podcast, ungefähr so eine Stunde immer eine Folge, wo wir über alles Mögliche reden. Also wir werden jetzt keine großen politischen Diskussionen lostreten, aber das ist so ein Podcast, wo man einfach ein bisschen zuhören kann. Wir haben jetzt aktuell 2 Folgen veröffentlicht. Wir haben noch eine in der Pipeline, die ist schon fertig und wir nehmen dann heute die 4. Folge auf. Und das sind thematisch so Sachen wie welche Filme und Serien und Videos und YouTube-Channel wir gucken und empfehlen. Wir hatten beide die Situation, dass wir Jobsuche während der Pandemie hatten und wie das abgelaufen ist. Darüber haben wir ein bisschen gequatscht. Dann haben wir jetzt die letzte Folge, die wir aufgenommen haben, war zum Thema Ernährung, weil der Dave auch eine Ernährungsumstellung gemacht hat. Ich bin gerade irgendwie mega energiegeladen. Und jetzt die Folge, die wir gleich aufnehmen, wird über so quasi Hobbys, die man vergessen hat, die so ein bisschen verloren gegangen sind. Dazu. Dann wollen wir noch was zu Mental Health machen, also psychischer Gesundheit, psychischen Erkrankungen. Ja, das ist so das, was wir machen. Und wir wollen halt zu allem Möglichen quatschen. Da wird auch mal was zum Gaming kommen und sicherlich, also ja, halt wirklich alles Mögliche und ja, immer so eine Stunde ungefähr. Erfolglos, aber lustig.de. Schaut rein. Ihr könnt uns Podbean sind wir gehostet. Da könnt ihr auch reingucken. Und ja, wir werden auch demnächst, darum werde ich mich jetzt vielleicht heute noch kümmern, zusehen, dass wir auch unsere Folgen auf YouTube hochladen. Dann halt einfach nur mit einer visualisierten Audiospur. Aber dass man auch, wenn man das einfach auf YouTube nebenbei laufen lassen will, kann man das dann auch machen. Ja, ihr seht, es ist eine ganze Menge los bei diesem Projekt. Ich habe richtig Bock. Yeah! Ja, dafür, dass ich bis gerade nicht wusste, worüber ich reden soll, ist jetzt doch eine ganze Menge rumgekommen. Leute. Also, ich freue mich, dass das neue Video ankommt, werde mich jetzt für die Podcast-Aufnahme bereit machen und wir sehen uns dann einfach gleich. So, Freunde, es pendelt sich so langsam mit, nein, es schneit immer noch, es ist nur sehr, sehr fein. Man sieht es vermutlich nicht. Wir haben jetzt kurz nach 4:30, ich habe mit dem Dave noch die Podcast-Folge aufgenommen und wir haben bei der Podcast-Folge festgestellt, dass wir beide Pen-and-Paper-Rollenspiele lieben und die beide aktuell nicht ausführen können und jetzt überlegen wir, eine virtuelle Runde ins Leben zu rufen. Meine Hobbys werden auch einfach immer mehr im Moment und meine Projekte. Hier läuft gerade der Adobe Media Encoder. Weil Dave und ich, habe ich das vorhin schon erzählt? Ich habe vorhin so viel zum Podcast erzählt. Dave und ich wollen den Podcast jetzt auch auf YouTube stellen, aber quasi die Folgen immer mit einer Woche Verzögerung, dass die dann eine Woche später auch auf YouTube sind. Das ist dann nur so eine visualisierte Audiospur, aber dann kann man auch auf YouTube reinhören, wenn man möchte. Aber eigentlich, wenn man halt wirklich dem Podcast folgt und den über, wie gesagt, wir sind auf 1000 Plattformen, wenn man den da hört, kriegt man die Folgen schon immer eine Woche eher. Ja. So, der Adobe Media Encoder wird hier noch ungefähr gute 2 Stunden rödeln. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber gut, es ist so. Und von daher, Leute, würde ich sagen, wir sehen uns einfach gleich. Ich bin mir noch nicht ganz im Klaren, was ich jetzt machen soll. Das Video heute kommt sehr gut an. Das freut mich natürlich auch massivst. Und ja, ich muss hier jetzt wirklich überlegen, was ich machen werde.
Vielleicht auch einfach mal ein bisschen chillen. Vielleicht bin ich einfach so verrückt. Ich habe jetzt irgendwie die letzten Tage echt irgendwie ordentlich was an Projekten weitergearbeitet und geschuftet. Und ja, das ist gut. Ich muss auch noch auf jeden Fall Wäsche waschen. Also so richtig, ach, ich weiß es doch auch nicht, Kinder. Ich weiß es doch auch nicht, was ich hier erzähle. Ein kleines Update, Freunde. Ich habe die Zeit, die der Media-Encoder braucht, einfach geviertelt. Ich weiß nicht warum, aber als ich das Video dazu erstellt habe mit dieser Audio-Waveform-Geschichte, habe ich mir gedacht, mach es doch in 4K. Ja, und ein einstündiges Video in 4K zu rendern, das braucht Zeit. Aber naja, ich habe es jetzt doch einfach in Full HD gerendert und bin sehr zufrieden. Ja, denn jetzt wird das so ungefähr eine halbe Stunde brauchen und nicht mehr 2 Stunden. So sieht's aus. Naja, ich weiß, das ist die. Ich bin im Moment echt so busy, das ist unfassbar. Was wollte ich denn noch machen? Wäsche waschen. Ich bin komplett durch, glaube ich. Ich glaube, ich bin echt komplett durch. Aber ich mag das gerade. Ich komme mir super produktiv vor in den letzten Tagen, weil ich super viele Projekte gleichzeitig handle und das macht sehr viel Spaß. Okay, Leute, auf mich wartet jetzt eine besondere Aufgabe. Ich muss rausgehen und die gelbe Tonne rausstellen. Und ich habe ja schon extra einen Arbeitshandschuh angezogen, damit ich nicht deinen Schnee packen muss, weil die zugeschneit ist. Und ich werde dann auch noch eben gelben, also Verpackungsmüll rausbringen. Aber das wird spaßig, weil ich auch noch beschlossen habe, das jetzt zu vloggen. Ja, das wäre doch sonst auch viel zu einfach. Ich hoffe, dass ihr dieses Mal ein bisschen mehr sehen werdet als beim letzten Mal. Gott, es ist arschkalt. Guckt euch das an. Es ist komplett bis zur Fußmatte zugeschneit. So, und es schneit auch noch. Egal, was sein muss, muss sein. Oh Gott, ist das tief, der Schnee. Ist der Schnee tief? Heiliger Vater. Und ich bin doch nur... Oh Gott. Ihr habt nichts gesehen, ich weiß. Aber... Schon mal zugefroren. Gott. Naja, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, dass die Jungs morgen überhaupt durchkommen mit ihrem Auto. Puh. Gott. Leute, es tut mir sehr leid, dass das so verwackelt war. Es tut mir wirklich leid. Die Mülltonne war komplett zugefroren. Mir ist gerade so kalt. Ich bin auch nur im T-Shirt rausgegangen, weil ich ein riesengroßer Idiot bin. Aber ja, so. Puh. Leute, shit. Da sieht man auch, was ich an Schnee mit reingeschleppt habe. Oh. Ja, so. Was ein Abschluss zum Vlog. Ja, ich denke, ich werde jetzt auch den Vlog hier heute beenden, dadurch, dass einfach nicht mehr viel passieren wird. Ich bin gerade dabei, die erste Folge erfolglos, aber lustig auf YouTube zu packen. Ich werde das definitiv alles hier unten verlinken in diesem Vlog. Ich würde mich einfach freuen, wenn ihr da mal reinschaut. Und es gibt noch eine Sache, die ich überlege, die ich jetzt eigentlich noch mal kurz mit euch besprechen, ich sag mal, mit euch besprechen könnte. Dafür mache ich aber kurz hier ein bisschen Licht an. Ich überlege 2 Sachen. Mein Channel ist winzig, das weiß ich. Ich habe eine winzige Reichweite. Und ich möchte auch nicht größenwahnsinnig erscheinen. Ich habe nur eine Sache überlegt. Beziehungsweise 2 Sachen. Ich habe überlegt, ich weiß nicht, ob ihr Ko-fi kennt. Das ist quasi ein kleiner Ableger von Patreon, wo man einfach eine Spende schicken kann in Form eines quasi virtuell gekauften Kaffees und man kriegt dann quasi diesen Kaffee, diese irgendwie sind ein paar Euro. Ich überlege, das zu machen, sage ich euch ganz im Ernst. Und ich überlege, eine Amazon Wunschliste, eine öffentliche zu machen. Aber
wo ich nur Sachen drauf packe, die irgendwie den Produktionsprozess der Videos, also die sich darauf auswirken würden, positiv. Und ja, ich erwarte, beziehungsweise ich überlege es, wenn ich es mache, würde ich auf keinen Fall erwarten, dass das irgendjemand macht. Ich werde auch niemals darum bitten, dass man das macht. Genau aus dem gleichen Grund, warum ich nicht sage, kommentiert, liked, abonniert und so, weil ich das nicht möchte, weil ich davon ausgehe, dass jeder, der meinen Content gut findet, das sowieso macht. Und genauso wäre das einfach nur ein, sagen wir, ein Angebot, was ich zur Verfügung stellen würde, falls sich jemand dazu berufen fühlt, das zu machen. Es ist eine Überlegung. Ich weiß, dass das ein bisschen größenwahnsinnig wirkt mit meinen 136 Abonnenten, glaube ich. Vielleicht, keine Ahnung, irgendwie so irgendwas zwischen 130 und 140 Abonnenten habe ich im Moment. Ich weiß, dass das sehr größenwahnsinnig wirkt, weil das natürlich im großen YouTube-Vergleich eine winzige Zahl ist. Ich möchte nur sagen, dass ich mich tatsächlich über jeden Abonnenten freue und über jeden Like und jeden Kommentar und jeden Video-View. Das ist tatsächlich so. Trotzdem werde ich niemals darum bitten. Genauso wie ich niemals darum bitten werde, dass man mir da irgendwie was kauft oder spendet. Das ist einfach so. Das hier ist ein kleines Nebenprojekt für mich, das ist ein Hobby und mir macht das Spaß, das hier zu machen und ich muss nicht davon leben. Würde ich das hauptberuflich machen, würde die Sache auch schon wieder ganz anders aussehen, aber das ist einfach nicht der Fall. Ja, von daher, falls ihr das komplett Banane findet, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Vielleicht habe ich es auch schon bis Mittwoch, bis der Vlog veröffentlicht wird, einfach mal gemacht und gucken mir die Reaktion an. Ja. Von daher, sagt mir aber trotzdem gerne, was ihr davon haltet. Ich meine, ich kann es auch machen und wieder rausnehmen. Wie gesagt, es ist kein, dass ich da irgendwas erwarte oder so, es wäre nur ein Angebot. Ein kleiner Nachtrag noch, Leute. Ich habe mich jetzt gerade schon dazu entschlossen, einen Ko-Fi-Link ab jetzt in meine Beschreibung zu packen. Das mit der Amazon-Wunschliste lasse ich erstmal. Das wäre einfach viel zu abgehoben. Ihr könnt mir trotzdem gerne mal unten in die Kommentare schreiben, was ihr dazu denkt. Ja, ich werde es aber erstmal lassen, weil das wäre mir zu abgehoben. Aber wenn einer sagt so, hey, ich will den, komm, ich spendiere den virtuellen Kaffee, dann finde ich das mega cool, mega nice. Werde auch da aber nie drum bitten. Und ja, ne? Ich denke, das ist eine ganz gute Maßnahme. Das mit dem Wunschzettel, ich weiß auch nicht mehr, wie ich darauf gekommen bin. Keine Ahnung, man muss es ja nicht übertreiben. Also Leute, jetzt definitiv dieser Daily Vlog, Weekly Vlog, es ist ein Weekly Vlog, dieser Weekly Vlog ist zu Ende. Wir sehen uns morgen. Ciao, ciao.